Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder setzt für die Bundestagswahl 2025 auf eine große Koalition mit der SPD. Schwarz-Grün ist derzeit ein Auslaufmodell, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schwarz-Rot ist attraktiver, weil gerade in Krisenzeiten der gesunde Menschenverstand stärker im Mittelpunkt steht und nicht die ideologischen Ideen wie bei den Grünen. Mit der SPD könne man sich schneller einigen als mit anderen, sagte Söder. Darum hätten sich auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner für Koalitionen mit der SPD entschieden. Für den Fall einer erneuten Regierungsbeteiligung der Union im Bund will Söder, dass das Wirtschaftsministerium an die CSU geht. Wir als CSU wollen das Wirtschaftsministerium nach der nächsten Wahl für uns beanspruchen, um wieder eine Wirtschaftspolitik für Handwerk, Mittelstand, Maschinenbau, Auto- und Chemieindustrie zu machen, sagte er. Die Frage, welcher Unionspolitiker für das Amt des Bundeskanzlers kandidieren soll, ließ Söder offen. Wir entscheiden das, wenn es soweit ist, sagte er.